Sorry, ich habe mich da ein bisschen mitreißen lassen. freue mich, in Köln zu sein. Nein, wirklich, ich bin nicht so oft hier, bin immer für Fernsehen hier und ich werde nie ins Fernsehen eingeladen. Ich bin schwierig. Ich gelte schwer. Aber guck mal, die haben mir ein Schild sogar gemacht. Ja, darf ich es mitnehmen nachher? Ein Jahr beim CDF durfte nichts mitnehmen. Nee. Musste alles klauen. Hab alles. Das können wir rausschneiden. Oh, ich habe so viel geklaut. Wow. Braucht jemand einen Computer? Ich hab hinten eins. Nee, ernsthaft, das müssen wir rausschneiden. Ich habe wirklich viel geklaut. Bin mit der Bahn hergekommen. Danke. Ja. Ja, nur für den Applaus habe ich es gemacht. Ja, Fliegen ist plötzlich schlecht geworden. Ist okay. Ich wusste nicht, dass Fliegen schlecht ist. Haben wir jetzt festgestellt. Bin mit der Bahn hergekommen. Für Greta. Ich mag Greta Thunberg. Ich mag, wie finden wir Greta Thunberg? Wie fühlen wir uns? Ja. Okay, der Applaus ein bisschen durchwachsen. Okay. Ich mag Greta Thunberg. Ich finde sie super. Ich fand sie mal nervig. Ich bin schuldig. Ich bekenne mich schuldig. Ich habe wie jeder deutsche Comedian diese dieter-nurischen Witze gemacht. Ich fand Greta Thunberg nervig. Ich dachte einfach, sie meint es nicht ernst. Wisst ihr? Ich dachte mir, sie ist 16, das mit dem Klimawandel ist nur eine Phase. Wisst ihr, was ich mochte, als ich 16 war? Mario Barth. Ach so, Entschuldigung, ich war der Einzige. Na klar, ich war alleine im Olympiastadion. Nur Mario und ich hatten einen magischen Abend. Na klar. Deutsche schämen sich für Mario Barth mehr als für Hitler mittlerweile. Also wir wussten von nichts. Wir waren alle beim Kabarett. Also ab und zu war der Nachbar mal weg für den Abend, aber der kam ja zurück. Ihr wart alle da. Ihr wart Mario Barth von Stadt, deal with it. Ihr wart alle da. 70.000 Menschen haben zugeschaut, dass er im Olympiastadion seine Live-DVD aufgezeichnet hat. Ja? Leni Riefenstahl hat Regie geführt. Ja. Triumph des Willens, Frauen aber auch. So hieß das. Ja, sehr empfehlenswert. Ich mag Greta Thunberg. Ich mag sie. Ich finde, was ich am meisten an Greta Thunberg mag, ist, dass sie die Menschen nervt, die ich gerade nervig finde. Das ist so schön. Einfach, guckt euch das mal an. So irgendein random Greta Thunberg-Artikel, die versammeln sich da in der Kommentarspalte. Es sind immer so 50-jährige Haralds. Die haben immer so eine schwarze Oakley-Sonnenbrille. Du siehst, sie fahren gerade Quad, sind gerade fertig mit der zweiten Scheidung. Ich weiß nicht, warum ich Single bin. Wir wissen es, Harald. Bist zu viel auf Facebook. Greta Thunberg. Ich mag Fridays for Future. Mag ich. Lauft ihr mit? Okay, ich nicht. Ich nicht? Nein, ich mag Fridays for Future. Hier ist der Grund, warum ich nicht mitlaufe. Ich liebe Fridays for Future. Ich finde diese Bewegung wichtig. Ich finde das super, weil diese Kinder, sie gehen auf die Straße und sie kämpfen. Sie kämpfen für ihre Zukunft. Das ist das Ding. Es ist ihre Zukunft. Es ist nicht meine Zukunft. Meine Zukunft sind Nierensteine. Deshalb bleibe ich zu Hause, bestelle mir Zeugs auf Amazon. Oder klaue von meiner Produktion. Okay. Ja, es ist meine Zukunft. Ich werde nicht lange bleiben. Ich bin nicht so alt. Ich bin jetzt 31. Es ist nicht viel, ich weiß. Aber ich fange an zu merken. Wisst ihr was? Ich merke langsam, wie mein Körper anfängt zu verwesen. Wisst ihr, was ich meine? Wie alt bist du? 21. Ja, du weißt, was ich meine. 21? Digga, du siehst aus wie 40. Was? Was? Wo kommst du her? Wie heißt du? Jean? Ja. Das klingt erfunden. Jean, welcher 21-Jährige heißt Jean? Wo kommst du her? Wo kommst du eigentlich her? Ich mein's rassistisch.
Man kann niemanden mehr fragen, oder? Man kann nicht mehr Interesse zeigen. Dann Leute, ich komme aus Bielefeld. Halt's Maul. Du kommst hier. Kommen Sie aus fucking. Nee, ich sehe nur anders. Ja, ich will wissen, wo deine Wurzeln sind. Wo sind deine Wurzeln? Türkei? Ja. Jan? Ja. Ach so, mit C. Ja. Ah. Ich dachte Jean, so französisch. Ja, es ist nicht so glamourös. Es ist. Du bist Digga, du siehst genauso türkisch aus, wie ich israelisch aussehe. Was machst du in Köln? Ich zu Comedy kommen. Zu Comedy kommen, okay. Gut, die Deutschen schauen zu. Ist das deine Jobbezeichnung, die du der Welt überlassen willst? Denk an deine Leute. Anwalt? Noch nicht. Jurastudent? Okay, ich setze niedriger. Student. Nice. Was studierst du? Biologie. Oh, ja, guck mal, wie überrascht die Rassisten sind. Guck mal. Oh, was? Sie klatschen, weil sie sich ertappt fühlen. Wo war ich überhaupt? Scheiße, ich habe keine Zeit. Ich habe keine. Worüber habe ich gesprochen? Hä? Mein Körper, stimmt. Ich bin gut vorbereitet hergekommen heute. Mein Körper zerfällt. Das kommt noch bei dir, Jan. Das kommt, du wirst es merken. So mit 30, es funktioniert alles nicht mehr. Mein Ohrenschmalz ist nicht mehr frisch. Ja, ich bin nicht inkontinent, aber ich muss ein bisschen mehr schütteln. Wisst ihr, was ich meine? So, es ist ein bisschen. Mein Ohrenschmalz ist trocken wie so ein Streuselkuchen von einer alten Holocaust-Leugnerin aus dem Schwarzwald. Ist ekelhaft. Mein Sperma ist klumpig. Ekelhaft. John weiß, was ich meine. Ekelhaft. Ich bin. Leute haben mit mir Oralsex, verletzen sich dabei. Bin ein bisschen wie diese Kühlschränke, die so einen Eiswürfelspender haben. Ekelhaft. Ich entschuldige mich. Ich bin ekelhaft. Es ist nicht nett, 31 zu sein. Es hat einen Vorteil. Ich kann herablassend sein. Zu Menschen, die nur ein bisschen jünger sind als ich. Guck mal, wer ist unter 25? Seht ihr, wie dumm sie sind? Seht ihr? Nochmal, ihr könnt diesmal Hände. Ja, wer ist unter 25? Du? Wie heißt du? Antonia. Okay, wie alt bist du, Antonia? 23, wow, du weißt nichts. Seht ihr, wie einfach es ist? Antonia. Ich habe eine Mama. Hm? Die weiß alles. Die wird bei 60. Weißt du, was deine Mutter sich gerade denkt? Sie denkt sich, wann habe ich endlich Feierabend von ihr? Wann? Ich muss mit ihr sogar zu fucking Comedy-Shows. Oh Mann, ich mache mir Sorgen um dich, Antonia. Das ist okay. Ja. Wie egal ihr das, hör mir, ist es so, hör mal, was ich zu sagen habe. Du weißt nicht, warum ich mir Sorgen mache. Ich mache mir Sorgen um deine Generation. Ihr habt. Das tue ich auch. Ja. Okay. Ihr habt keine, lasst mich dir erklären. Weil ich ein weißer Mann bin, lasst mich. Ich erkläre dir, was du falsch machst. Ihr habt das Problem mit euch Kindern ist, ihr habt keine Tabus mehr. Ihr habt keine Grenzen, Antonia. Wir hatten Grenzen. Als ich ein kleiner Junge war, Antonia, in den 90ern war das. Das war, guckst du mich an? Guck mich an. Das ist wichtig, Antonia. Hier sind die Antworten.
Antonia, als ich ein kleiner Junge war, es war in den 90ern, wir hatten eine Sängerin, Antonia. Sie hieß Christina Aguilera. Sie hat gesungen wie ein Engel. Wir haben sie alle geliebt. Sie war ein unschuldiges, süßes, junges Mädchen. Wir haben sie geliebt. Und dann hat sie einen Song rausgebracht, Antonia. Es hieß Dirty. Guck mich an, Antonia. Dirty ist es. Dirty, Antonia, mit 3 R. Weißt du, was das heißt? Das heißt schmutzig. Mit 3 Sch. Das war die abgefuckteste Scheiße auf dem Markt, Antonia. Wir wussten nicht, wie wir reagieren sollen. Das Video, schrecklich. Furchtbar. Sie hat getanzt, Christine Aguilera hat getanzt in einem Keller in der 3. Welt. So richtig, so provokante Moves. Wanna get rowdy, wanna get... Schau mich an, Antonia. Wanna get dirty. Und sie hatte diese Hose an, Antonia. Guck mich an, Antonia. Sie hatte diese Hose an, die hat gar keinen Sinn ergeben. Okay, weil Antonia, ihre Hose fing hier an. Antonia, da wo eine normale Hose beginnt. Und sie ging hier normal weiter. Und hier hat die Hose aufgehört, Antonia. Verstehst du, ihre Hose hat da aufgehört, wo Hosen anfangen, Sinn zu ergeben, Antonia. Und sie war nackt, aber nur bis hier. Sie hat immer noch eine Unterhose an. Wir wussten nicht, wie wir uns fühlen sollen. Wir waren so schockiert. Sie hatte einen Nasenring. Weißt du, wer Nasenringe in den 90ern getragen hat, Antonia? Kühe und Schwerverbrecher. Es war schrecklich. Das Video war in Thailand verboten. Ohne Scheiß. Die haben das, man durfte das in Thailand nicht zeigen. Die Menschen, die Hunde zum Frühstück essen, dachten, dass Christina Aguilera zu weit geht. Es tut mir leid, dass ich dich antanzen musste, während deine Mutter und deine 2 Schwestern hier sind. Ich war drin, du warst drin. Es fühlte sich richtig an. Apropos Penisse, was? Okay. Apropos Penisse. Kennt ihr den Begriff Penisneid? Penis ist ein Begriff von Sigmund Freud. Sigmund Freud hat damit konzipiert, das war eine Theorie von Sigmund Freud. Sigmund Freud war der Meinung, dass Frauen Männer um ihre Penisse beneiden. Ich weiß, er hat noch nie einen Dickpick bekommen anscheinend. Ich habe noch nie eine Frau gesehen, die einen Dickpick bekommt und sagt, ah, oh, ich will so einen. Warum? Frauen sind nicht neidisch auf Penisse, nein. Ich bin neidisch auf Vaginas. Ich hätte gerne Vagina. So sehr. Nicht das Produkt an sich ist das, was mich reizt, sondern die Plugins. Die Plugins. Nein, Sextoys für Frauen sind der fucking Wahnsinn. Okay? Die haben alles mit. Die haben irgendwelche vergoldete Dildos, irgendwelche Buttplugs mit Diamanten, irgendwelche Vibratoren mit Bluetooth und Wi-Fi und Netflix. Männer haben Taschenmuschis. Labrige Taschenmuschis. Aus Kunststoff und Traurigkeit. Kein Netflix. StudiVZ. Mann, das ist das, was wir kriegen. Männer kriegen Löcher. Kriegen einfach Löcher und du steckst deinen Penis ran und du hoffst. Du hoffst, dass er wieder rauskommt. Aber du weißt es nicht. Weiß es nicht. Das ist allein schon das Prinzip, also wo sie verkauft werden, weil Frauen kaufen Sextoys in Läden, in riesigen Beate-Use-Flagship-Stores mit Beleuchtung und Kaufberatung. Männer kaufen Taschenmuschis an der Tankstelle. In der Toilette. Von einem Automaten. Es gibt kein Wechselgeld. Tomat gibt kein Wechselgeld, also musst du den Euro leihen von einem LKW-Fahrer namens Holger. Dann musst du eine Taschenmuschi mit Holger teilen, weil es die letzte. Und Holger hat gerade Bock. Und dann stehst du da mit Holger, Penis und Penis, einfach beide in der Taschenmuschi, in der Raststätte. Und Holger, Holger,
Oder das Problem ist, Holger nimmt mit seinem riesigen LKW-Fahrerpenis einfach 80% der Taschenmuschi ein. So locker 80%. Und du hast nur noch 20. Und das Schlimme ist, es ist mehr als genug. Und Holger hustet dich an auf so einer ungesunden Nase. Weil Holger hat Thrombose. Und er sucht Blickkontakt, weil das ist das, was er braucht, um zum Punkt zu kommen. Und du bist da in der Raststätte. Penis in Penis mit Holger, dem LKW-Fahrer, versuchst seine Blicke zu meiden. Und du hast nur einen Gedanken im Kopf. Sigmund Freud ist ein dämlicher Hurensohn. Sogar wie sie die Dinger herstellen, ist komplett anders. Ne? Weil wenn sie Sex-Toys für Männer bauen, dann basteln sie irgendwas, was sich halbwegs wie eine Vagina anfühlen könnte. Aber wenn sie Sex-Toys für Frauen bauen, bauen sie bessere Penisse als tatsächliche Penisse. Es ist unglaublich, die sind in ewigen Laboren und bauen Superpenisse. Superpenisse, mit denen ich nicht konkurrieren kann. Ich kann nicht mit dem Klitsmasher 3000 konkurrieren. Das Ding hat 30 Motoren, ich habe nicht mal 30 Sekunden. Das Ding vibriert 12 Stunden lang. Ich vibriere, wenn ich Krämpfe kriege. Die bauen Penisse, die bauen Testsieger-Penisse. Dieser Penis hat die Bestnote beim Stiftung Warentest. Mein Penis hat nicht mal eine Vorhaut. Bin gerne in Köln. Ich habe letzte Mal, dass ich in Köln war, war ich zu einer Talkshow eingeladen. Das Ding ist, einen Tag vorher habe ich eine E-Mail bekommen von einem Neonazi. Passiert oft. Ich kriege da, die schicken mir Feedback. Die melden sich gerne zu Wort. Das Problem war, der Typ hatte meine Adresse. Der hatte die Adresse meiner Mutter, meines Bruders, meine Telefonnummer, Dinge, die nicht im Internet stehen. Das ist das, was sie dir nicht sagen, wenn du anfängst, in der Öffentlichkeit zu stehen, Comedy zu machen, dass Leute einfach deine Mutter anschreiben und ihr sagen, dass man sie gerne nach Auschwitz schicken würde. Das ist, ja, weißt du nicht vorher. Und der Typ, der hat mich angeschrieben, der fing an so, hey, sie dreckiger Scheißjude, pass lieber auf, wo du hingehst. Wir holen dich, wir bringen dich um. Und ich war so, es war so schlimm. Es hat mich so mitgegeben. Weil ich meine, du hast den Satz mit sie angefangen. Warum kannst du nicht zu Ende sitzen? Warum musst du auf du wechseln? So schnell. Es ist so, das ist das eigentliche Verbrechen. Diese Leute lieben Deutschland. Warum hassen sie Deutsch so sehr? Warum? Oh. Und ich war hier eingeladen zu einer Talkshow, Kölner Treff. Die waren begeistert natürlich, weil das eine sehr gute Story ergibt. Die haben mir einen Bodyguard besorgt. Die haben mir einfach so einen riesigen Typen, so 4 Meter, 7, 8 Meter 20. Einfach riesiger Typ, der stand die ganze Zeit neben mir, hat mich beschützt, hat Frauen aus dem Weg geschoben, Kinder aus dem Weg geschoben, schwangere Frauen, schwangere Kinder. Und ich habe mich sicher gefühlt. Ich habe mich echt sicher gefühlt. Bis Mitternacht. Bis dahin war er gebucht und dann meinte er so, ja, tschüss. Ist gegangen. War wie Cinderella, war Mitternacht gefickt. Ja, das mag ich, aber ich habe dann begriffen, so eine Talkshow in Köln, der letzte Ort, in dem du einen Bodyguard brauchst. Wirklich der letzte Ort. Niemand im Publikum ist unter 70. Ich alleine machen. Ich kann sämtliche 70-Jährige verprügeln. Also es ist super einfach. Ich warte, sie sterben auf dem Weg zu mir. Es ist super einfach. Wisst ihr, manche Menschen haben Waffen, manche Menschen haben Kampfsport. Ich habe Zeit. Ich hab Geduld. Oh Mann, der Typ war wirklich... Also Freunde von mir haben davon gehört, dass ich einen Bodyguard bekomme, waren so, oh mein Gott, das ist so cool. Du warst bestimmt wie Whitney Houston in diesem Film, wo Whitney Houston auch einen Bodyguard bekommt. Ich glaube, der Film heißt sogar der Bodyguard, ja? Nicht cool. Bodyguard zu haben, nicht cool. Wisst ihr, wie erniedrigend das ist? Wenn du als erwachsener Mann
einen wesentlich erwachseneren Mann die ganze Zeit neben dir stehen hast, der auf dich aufpasst. Er war wirklich 10,30 Meter. Es war beschämend. Jedes Mal, als er vor mir lief, sahen wir von der Seite aus wie ein Schaubild der menschlichen Evolution. Er vorne so, Homo sapien, ich hinten mit einer Keule. Hinter mir ist ein Fisch. Aber hinter dem Fisch ist noch Edgar Steinbach. Aber das war's. Es war kein Bodyguard, es war ein Body-Shaming-Guard. Das Schlimmste an der Sache war, in der Show waren noch andere Gäste. Und einer der anderen Gäste war dieses bekannte Flüchtlingsmädchen, das von Merkel gestreichelt wurde. Kennt ihr sie? Es gab mal so eine Fernsehshow, da durften Schüler Fragen stellen an die Kanzlerin. Und eine Schülerin meldete sich zu Wort und hat Angela Merkel angesprochen, meinte, hallo Frau Merkel, ich bin hierher gekommen mit meiner Familie, wir sind hergeflohen aus Syrien. Sie spricht perfekt Deutsch. Wir sind hergeflohen aus Syrien und meine beiden Eltern sind hier, die haben beide einen Job und wir lieben Deutschland, aber wir wissen nicht, ob wir bleiben dürfen. Und Angela Merkel, aber ohne zu zögern, einfach, ja, ich auch nicht. Gucken wir mal, ne? Und dann hat das Mädchen angefangen zu weinen und dann ist etwas passiert, was ich noch nie erlebt habe. Angela Merkel hat versucht, ein Kind zu trösten. Sie ist zu ihr hingelaufen und hat sie gestreichelt. Weine nicht. Kleines Mädchen. Es war rührend, es war ein rührender Moment. Und dieses Mädchen ist im Backstage und kommt auf mich zu, sagt mir so, hallo, und ich so, hi. Und dann fragt sie mich, wer ist das? Und ich so, das ist mein Bodyguard. Okay, warum brauchst du einen Bodyguard? Ihr müsst verstehen, dieses Mädchen ist in einer Kriegszone auf die Welt gekommen. Und dann hat sie es geschafft, irgendwie die 4.000, 5.000 Kilometer nach Deutschland zu überstehen. Hat es irgendwie geschafft, hier zu überleben. Und dieses Mädchen mit dieser Lebensgeschichte fragt mich, warum ich einen Bodyguard habe. Und ich stehe einfach nur da und sage, naja, ich kriege diese E-Mails. Es ist schlimm, die fangen mit Sie an und enden mit Du. Es ist wirklich schlimm. Okay, vielen Dank.